Hallo und herzlich willkommen zum 9. Teil des Turnset Let's Play Civilization 4 mit Puck. Und wir sind Brennus auf einer Hemisphärenkarte mit dem großen Leuchtturm. Das kann man, denke ich, unschwer erkennen. Viele, viele kleine Städte sprechen normalerweise Bände in der Hinsicht. Und wir haben natürlich auch schon hier oben so einen kleinen Fuß natürlich, wie ich schon öfter genannt habe, auf der Insel von Karl dem Großen und Gandhi. Im Westen tobt sich noch Zara Jakob rum und im Osten, das kann man kaum sehen, hier Kultur, der Perser Darius, also der bessere sogar von den beiden, wenn man so will. Was uns noch zu tun bleibt, ist noch drei Städte zu gründen, eine hier in der Mitte, eine hier bei dem Kupfer in der Nähe und eine noch im kompletten Süden. Dann haben wir quasi ausgesiedelt. Und danach beginnt nur noch das vertikale Wachstum, Hüttenausbau, whatever. Wie man schon sehen kann, so ganz toll sieht es unsere Wirtschaft gerade nicht aus, aber dank dem großen Leuchtturm läuft sie halbwegs. Ohne den Leuchtturm wäre ich jetzt schon, denke ich mal, nur noch bei plus 2 oder plus 5 oder so um den Dreh. Vor allem mein relativ ungenaues MM würde mir dann hier deutlich stärker zum Nachteil gereichen. Gut. Gut. Dadurch, dass ich jetzt da unten hingezogen bin, habe ich halt auch endgültig verhindern können, dass noch Barbtrieren spawnen in meinem Gebiet. Die finde ich wirklich einfach nur ärgerlich. Als nächstes hier ein Leuchtturm, damit ich eventuell dann doch mal solche Felder belegen kann. Nicht, dass ich es wirklich will, aber es ist besser wie nichts. Gut. Ich werde dann auch gleich mal gucken wegen Kaleva, ob da überhaupt schon eine Kultur verbreitet ist, eine Religion. Nee, das heißt, ist dort schon ein Monument? Wenn nicht, müsste ich dort noch demnächst für sorgen mal. Nach dem Leuchtturm wohl bemerkt. Naja, der Überschuss ist jetzt nicht schön, aber die... den Kommerz nehme ich natürlich gerne mit. Man konnte gerade sehen, ich hatte dort überall plus 3 ins Äthiopische Reich. Christentum in Kaleva, also Sid will, dass ich das Spiel gewinne, habe ich das Gefühl. Gucken wir aber jetzt erstmal kurz rein. Ich habe nur 4 Hämmer Überschuss, dafür habe ich aber instant 4 Gold für die pro Runde mehr, wohlgemerkt. Das ist alleine schon unbezahlbar, wenn man so will. Nebenbei holt Gandhi jetzt zum großen Gegenschlag aus anscheinend. Jetzt will er kontern. Finde ich ganz witzig. Hätte ich ihm so nicht zugetraut. Warum nicht? Und dann holzen wir jetzt auch mal hier so ein bisschen den Dschungel ab, dass die Gegner dort keinen Schutz finden. Wobei ich eigentlich mich selbst jetzt nicht so in der großen Gefahr sehe, dass ein Gegner angreift. Aber wie man schon sehen kann, jetzt habe ich um meine Hauptstadt rum wirklich einen ganz engen Ring gezogen, dass wirklich fast jedes Feld von der Hauptstadt auch austauschbar ist, bis auf dieses eine Fältchen. Ist schon, naja, witzig, der falsche Ausdruck, denke ich mal. Sie haben Augsburg erobert, sehr schön. Und Bombay hat es auch schon zurückerobert, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber wenn sich jetzt das Indische Reich absetzen kann, fände ich das durchaus positiv und würde dann eventuell überlegen, auch zum Hinduismus zu konvertieren. Tolosa wächst auch schon ganz, ganz schön an. Das ist wirklich sehr nett. Kann ich nicht anders sagen. Und ich überlege gerade, ob ich vielleicht noch versuche, den Koloss anzugehen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der noch frei ist. Da wird irgendeiner bestimmt schon in die Richtung gegangen sein.
Wobei der natürlich schon sehr geil wäre, weil ich dadurch auch die ich glaube, da wurde gerade ein Weltwunder-Award, der Ton verrät's. Gucken wir mal gleich. Ja, weil wir relativ viele Inselstädte haben, die auch nur solche Sachen hier belegen, und dann wäre es halt nett, wenn die halt noch den Zusatzkommerz generieren würden. Aber seien wir mal nicht übermäßig wählerisch. Wie gesagt, diese Hämmer lohnen, Häfen lohnen sich einfach auch mit einem geringeren Überschuss zu peitschen, weil sie einfach mehr Gold pro Runde dadurch generieren. Habe ich ja eben schon am Beispiel Camulodunum gezeigt. Gandhi übernimmt das Vasallentum, okay. Und der Deutsche oder der Heilige Römer will Hilfe, kriegt da natürlich nicht. Warum auch, sehe ich keinerlei Veranlassung zu. Spätestens wenn die Stadt Größe 4 hat, kann man endlich den Leuchtturm peitschen, dann ein Monument. Inzwischen wächst Tolosa auch schon wieder auf Größe 8 an, das finde ich sehr attraktiv. Pop 4 Peitsche ist normalerweise nicht mein Ding, aber 84 Hämmer und dazu noch den bonifizierten Überschuss nehme ich natürlich gerne mit. Ein Siedler noch hier nach und dann sind wir in der Hinsicht auch safe. Obwohl, nee, ein gallischer Krieger muss ja nicht unbedingt, obwohl... Doch, bauen wir einen gallischen Krieger, der hat nämlich noch so den Hügelbonus hier, auch wenn er etwas teurer ist. Ja. Dann als nächstes gründen wir dort ganz unten die Stadt in der Ecke. Und gut. Sieht wirklich ganz rund aus, die Sache im Moment. Tolosa könnt ihr jetzt nochmal Pop 2 peitschen, aber wohl. Das tue ich sogar einfach auch für die niedrigen Hämmer. Einfach, damit ich halt diesen Bonus mitnehme. Nebenbei Gandhi und Karl der Große haben Frieden geschlossen. Und trotzdem wettert er sofort wieder weiter nächste Runde. Ist mir egal, wenn er den Handel halt nicht will, dann will er halt nicht. Ich bin da jetzt nicht so drauf angewiesen. Okay. Wie gesagt, drei Städte noch und die haben wir auch bald zusammen. So, leider kann man hier keine Stadt mehr gründen. Habe ich ja schon, glaube ich, im dritten Turnset mal erklärt, aber nun gut. Irgendwann werden wir auch den Punkt erreichen, wo Land Power ist, und mit 21 Städten sind wir dann einfach mal im Vorteil. Kann man da ja nicht einfach, kann man nicht von der Hand weisen, dieses Argument. Gründen wir unten auch mal Entremont, wie auch immer man dieses komische Nest nennen möchte. Sei es drum. Da unten kann ich ja gar nichts machen, Sinnvolles. Das ist dann so ein bisschen das, der Punkt, wo es zum Heulen ist. Aber wie gesagt, zwei Städte kommen noch und dann haben wir es hinter uns. Und vor allen Dingen, dann geht es eigentlich auch nur noch, fast nur noch bergauf mit dem
Das lehnen wir ab, natürlich. Und, ja. Dann heißt es halt einfach nur, es geht bergauf mit dem. Dann dort noch ein Kalever, noch 13 Runden. In 13 Runden. Kurz hochrechnen, das schaffen wir locker bis hierhin. In 6 Runden haben wir dann nämlich da schon den Kommerz rausgenommen. Sehr schön. Da wir in dieser Stadt nichts Sinnvolles machen können, werden wir ein Arbeitsboot nehmen, dann peitschen. Gucken wir mal, dann können wir nämlich das erst belegen und dann auch das. Ja. Gucken wir mal kurz. Nehmen wir doch den Überschuss mit. Stecken ihn erstmal in den Hafen. Ah, nächste Runde sind die Handel, die Wege von Sakae, die Kulturgrenzen etwas erweitert. Sehr schön. Und man sieht auch schon jetzt, wenn Städte wachsen und sie können keine sinnvollen Felder belegen oder nichts, was irgendwie Kommerz generiert, werden sie natürlich auch etwas weniger ertragreich, leider. Weswegen es eigentlich traurig ist am Anfang, aber alles, was unnötig ist, wird halt auch demnächst wieder weggepeitscht. Was ich faszinierend finde, ist, dass Gandhi das größte Militär hat von den bekannten Zivilisationen. Zumindest den Perser kann ich derzeit nicht einschätzen, aber von denen, die, wo ich halt die Forschungseinsicht habe. Sarah Jakob hat Pferde zum Handeln, nicht, dass ich die jetzt wirklich wollte. Muss man dann halt mal gucken. Sobald Größe 8 ist, kann ich Donovaria auch die Schmiede peitschen und dann auch auf Gerichtsgebäude umstellen. So, dank dem Krabben hier wächst die Stadt auch wieder schneller. Sehr, sehr schön. Dann kann ich jetzt hier das peitschen. Der Überschuss geht in die Kornkammer. Kornkammer. Muss man halt dann immer gucken und abwägen. So. Gucken wir uns die Situation mal an. Naja, bevor so ein Feld belegt wird, belegen wir es lieber mit der Stadt. Ja. Ach, Donovaria belegt dieses Feld. Naja gut, das ist jetzt nicht so schön. Aber dann lieber sowas. Naja, da ist ja noch... Es ist gerade nicht schön, ich würde gerne Donovaria peitschen, aber geht noch nicht von der Größe her. Gucken wir uns das dann... Christentum. Der Perser rüstet, aber er ist schon fast vernichtet. Okay. Der heilige Römer ist schon zurückgedrückt worden. Okay. Wie sieht's aus? Diplomatisch. Glaube, wird niemals aufgegeben. Kann ich mitleben. Ich muss gucken. Ich war auch gerade am Abwägen. Ich war kurz davor noch... zuzustimmen, aber ich habe mir dann doch gedacht, kann ich doch noch einmal ablehnen. Übrigens habe ich mich jetzt doch entschieden, in Gergovia den Versuch zu starten, den Koloss zu errichten. Vielleicht wird es ja noch was, mal sehen. Gut, dann forschen wir jetzt mal Philosophie fertig. Und dann geht es auch schon weiter. Erst einmal den Hafen peitschen, danach ein Leuchtturm und dann ist die Stadt erstmal fast fertig, bis auf ein Gerichtsgebäude.
Zeusstatue in einem fernen Land, okay. Nicht schön, aber war abzusehen. So, dann werden wir mit zwei Bautrupps hier noch den Dschungel da roden. Ha, jetzt geht's doch endlich. Zwar nur für minimale Hämmer, aber das ist mir jetzt egal. Die Schmiede steht und als nächstes kann jetzt das Gerichtsgebäude angegangen werden. So, Leuchtturm steht, Verteidiger steht, jetzt kann man auch Monument für die Kultur machen und naja, dort halt auch die letzten Wasserfelder noch abdecken mit der Kultur. So, die Städte wachsen alle sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Kultiviert sind wir auch nicht. Wir sind die Vorletzten. Egal, ein Siedler muss noch. So. Ziehen wir das noch durch, dann haben wir es damit schon fast hinter uns. Ja, gründen wir zunächst mal die Stadt, die kann noch halbwegs was wenigstens. Nicht viel, aber etwas. Und die kann dann da hochziehen, der Krieger schon. Hätte ich auch schon früher sehen können, fällt mir spontan auf. Dann hätte ich jetzt nämlich den Krieger nicht so weit anbauen müssen. Ärgerlich. Muss ich zugeben, das ist ärgerlich. So, gallischer Krieger erstmal raus aus der Bau-Queue. Wird nicht benötigt. So. Haben wir damit auch die Philosophie erforscht. Sind im Mittelalter angekommen. Dies habe ich durch Philosophie gewonnen, dass ich tue, ohne befohlen zu werden, was andere nur aus Furcht vor dem Gesetz tun. Und wir können sogar noch eine Religion begründen. Sehr schön, wir nehmen das Judentum. Die gestrafte Religion, wenn man das mal so nennen möchte. Und als nächstes überlegen wir mal spontan. Gehen wir über die öffentliche Verwaltung in Richtung Papier. Und was ich gerade nett finde, ist, die Religion Judentum ist sogar in einer guten Stadt gegründet worden, relativ gesehen. Nein, ich werde natürlich nicht konvertiert, ich bin nicht lebensmüde. In Durokochtum, sie hat eine Nahrungsressource und hat relativ viele Grünlandfelder, relativ, und Flussfelder. Das heißt, sie kann sogar halbwegs Kommerz produzieren. Unter normalen Umständen würde ich sagen, total schrottig, aber für diese Karte ist das noch mit die beste Stadt, die ich mir aussuchen oder hätte wünschen können. Und dann heißt es jetzt als nächstes erstmal Geld sammeln. Mal sehen, ob das auch mit dem Koloss noch klappt. Das wäre verwunderlich für mich, aber ich würde mich, wie gesagt, nicht beschweren, wenn ich die denn nun kriegen würde. So rum. Nächste Runde werde ich auch meine vorletzte Stadt gründen. Das möchte ich noch in diesem Turnset machen. Die wird mich sogar richtig was kosten, weil die nur zwei Handelswege hat. Burdigala nämlich. Aber immerhin gibt es durchaus schlechtere Städte. Und ich werde auch lieber dieses Feld belegen und... Komm, so, genau. Nee, das passt. So. Okay, dann wird jetzt hier eine Schmiede eingestellt. Nein, natürlich nicht. Sondern erstmal so ein Ingenieur eingestellt, sondern dort auch lieber das Feld belegt, damit wir so viele Hütten wie möglich hochziehen schon mal. Dann werden wir jetzt hier auch den Leuchtturm peitschen und schon mal einen Arbeitsboten die Bauschleife stellen danach. Gut, wir haben es geschafft. Fast ausgesiedelt, noch ein Spot bleibt übrig. Man könnte es auch splitten auf zwei oder drei Städte, nicht auf zwei Städte mindestens, aber das sehe ich gar nicht ein, weil die Städte so grottig sind. Ich möchte nämlich jetzt ins vertikale Wachstum kommen. Gut, wir haben jetzt schon 20 Städte, die Gegner sind noch nicht annähernd so weit, glaube ich zumindest. Gucken wir nochmal kurz. Ja, 12 bis 13 Städte gerade mal. Also, das müssen wir nutzen. Jetzt schnell wachsen, oder was heißt schnell? Schnell bei so einer Ressourcenlage ist immer relativ, aber die KI ist halt nicht so gut dabei, über Inseln, Inselspringen zu machen und dort zu besiedeln.
Das heißt, sie ist dort etwas im Nachteil und kann dort erst später viel draus machen. Deswegen muss ich jetzt versuchen, meinen Vorteil daraus zu ziehen. Öffentliche Verwaltung, Papier, Bildungswesen und dann Liberalismus nach Möglichkeit. Mal gucken. Vielleicht muss ich meinen Plan auch nochmal abändern. Ich bin da ja flexibel. Und ich hoffe, wie gesagt, noch, dass in Gergovia der Koloss fertig wird. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich hoffe es. Und wenn ihr es wissen wollt, oder genauso gespannt seid wie ich besser, bleibt dabei und bis denn dann.